Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute nehme ich euch ein bisschen mit durch Amsterdam. Let's go! Und wichtig für euch zu wissen, falls ihr mit der Bahn anreist, ihr könnt den Bahnhof nur verlassen, indem ihr den QR-Code eures Bahntickets scannt. Wir haben uns dann erstmal in die nächste Straßenbahn gesetzt und sind Richtung Hotel gefahren. Amsterdam hat insgesamt über 60 verschiedene Museen und deswegen war die erste Sehenswürdigkeit, die wir uns angeschaut haben, natürlich das Rijksmuseum. Der Eintritt kostet 20 Euro und es empfiehlt sich, die Tickets im Vorfeld zu kaufen. Das Nationalmuseum ist der Geschichte, der Kunst und dem Handwerk gewidmet. Und besonders sehenswert ist auch die eigene Forschungsbibliothek zur Kunstgeschichte. Selbst wenn man sich jetzt nicht so sehr für Kunst interessiert, so ist zumindest die Architektur sehr beeindruckend. Falls ihr Amsterdam während der Wintermonate besucht, dann schaut gerne mal hinter dem Rijksmuseum vorbei. Dort ist ab Mitte November eine Eisfläche installiert zum Schlittschuhlaufen. Wir sind anschließend durch das Museumsquartier und den Wondelpark spaziert und dann auch bei der schönsten Straße von Amsterdam angelangt, der Lohmannstraat. Wenn man mittig auf der Straße steht, dann sieht man, dass die Riesenbäume sich kreuzen und speziell im Herbst ist das ein schönes Fotomotiv mit den bunten Blättern. Danach haben wir uns auf die Suche nach etwas Essbarem gemacht und sind bei den Foodhallen von Amsterdam gelandet. Das ist einfach eine riesige Halle mit ganz vielen internationalen Streetfood-Ständen, an denen man sich durchprobieren kann. Die Halle ist schön gestaltet, es gibt viele Sitzmöglichkeiten und ja, es ist einfach eine sehr coole Atmosphäre. Zum Bestellen scannt man einfach den QR-Code auf dem Tisch, dann öffnet sich die Speisekarte aller geöffneten Stände, man bestellt und zahlt übers Handy und die Mitarbeiter bringen einem dann die Speisen an den Tisch. Es ist wirklich für jeden was dabei, es gibt sehr viele vegetarische Gerichte und die Preise sind für Amsterdam noch relativ human. Am nächsten Morgen haben wir uns aufgemacht zum Fährableger. Die An- und Ablegestellen befinden sich hinter dem Hauptbahnhof. Es gibt insgesamt 7 Fährverbindungen, die einen vom Süden in den Norden bringen und auch wieder zurück. Und die Fähren sind für Fußgänger und Fahrradfahrer kostenfrei. Hier seht ihr jetzt ein paar Eindrücke vom Graffiti- und Künstlerviertel. So Leute, und das hier ist eine ganz besondere Unterkunft. Und zwar ist es ein Kranhotel. Ist auch nicht ganz günstig. Ich glaube, es gibt hier nur 3 Zimmer. Und zwar hier oben einmal. 1, 2, 3. Wir haben gerade mal auf Booking geguckt. Eine Nacht ist mit 670 Euro drinne. Also, jo, Schnäppchen würde ich sagen. Danach ging es für uns mit der Fähre wieder zurück und wir haben der Stadtbibliothek einen kleinen Besuch abgestattet. Kleiner Geheimtipp, wenn ihr mit dem Fahrstuhl dort ganz nach oben fahrt, könnt ihr von der Terrasse der Bibliothek einen wunderschönen Blick über Amsterdam erhalten. Und die Stadt ist wirklich ein Shoppingparadies. Es gibt riesige Einkaufszentren, aber auch kleine süße Läden mit allem, was das Herz begehrt. Und wenn man in Amsterdam bzw. generell in Holland ist, dann muss man natürlich Käse einkaufen. Es gibt überall kleine Läden, wo man sich durch die verschiedenen Käsesorten durchprobieren kann und dann einfach das mitnimmt, was einem am besten schmeckt. Falls ihr Zeit habt, dann schaut doch gerne mal beim Blumenmarkt vorbei. Der Markt befindet sich am Ende der Kalverstraat, also der zentralen Fußgängerzone von Amsterdam. Und der ist besonders bei Touristen beliebt, weil er täglich geöffnet hat und man dort kleine Mitbringsel, Souvenire, Blumen, Zwiebeln etc. findet. Wir haben uns dann auf die Suche nach einer niederländischen Spezialität, den Stroopwafels, gemacht und sind natürlich bei Van Wonderen Stroopwafels gelandet. Die Spezialität besteht aus 2 runden Teigwaffeln, die mit Karamell zusammengeklebt sind und das Topping kann man dann frei wählen. Wir wollten nachmittags dann noch beim Adam Lockout vorbeischauen. Das ist die höchste Schaukel Europas, die auf einem 100 Meter hohen Aussichtsdeck steht. Zu dem Zeitpunkt hat der Fahrstuhl nicht funktioniert, was aber auch nicht weiter schlimm war, weil man allein fürs Hochfahren bereits 14,50 Euro zahlt. Direkt neben dem Adam Lockout steht das Filmmuseum Eye. Von außen sieht das sehr beeindruckend aus. Wir sind dann auch rein und haben uns die Ausstellung angeschaut. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist das komischste und verwirrendste Museum, das ich in meinem Leben besucht habe. Also mein Tipp, spart euch das Geld und geht lieber woanders schön essen.
An unserem letzten vollen Tag in Amsterdam haben wir dann noch eine Grachtenfahrt gemacht. Hier gibt es diverse Anbieter. Wir sind hier in der Nähe des Hauptbahnhofs gestartet. Die Tour dauert ungefähr eine Stunde und man kann während der Tour den Audioguide anschalten, der in verschiedenen Sprachen angeboten wird. Man bekommt hier viele Infos zu den Sehenswürdigkeiten und der Geschichte von Amsterdam. Falls ihr noch Fragen habt zu Amsterdam, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.